Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Hallo Glückspirat, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, unser heutiger Gesprächspartner Markus Witowski hat das Segeln eigentlich von der Pike auf gelernt und sich dann immer kontinuierlich weiterentwickelt. Das machen wir ja schließlich alle. Und letztendlich das Segeln auch zu seinem Beruf gemacht ein Stück weit. Und aufmerksam geworden sind wir auf Markus mit seinem neuen Projekt, das sich eigentlich damit beschäftigt, womit sich keiner von uns wirklich gerne auseinandersetzt und trotzdem froh ist, wenn er dann die Vorsorgen getroffen hat. Denn es geht hier um Notfälle auf See und wie man sich hier effektiv und schnell Hilfe holen kann. Zu dem neuen Projekt kann uns Markus am besten selbst etwas erzählen. Deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt mal ruhig und wir steigen jetzt ein ins Interview. Viel Spaß! Unsere Leitung geht heute nach Düsseldorf zu Markus Witkowski vom Nautischen Quartier. Hallo lieber Markus. Hallo Erik. Markus, bevor wir einsteigen, ganz kurz, wer ist der Markus und wie ist er zum Segeln gekommen? Oh, das war eine lustige Geschichte. Also der Markus ist Mitte 50, zwar nicht gebürtiger Rheinländer, aber mittlerweile seit 20, 30 Jahren hier in Düsseldorf und im Rheinland ziemlich zu Hause. Und da fing auch vor ungefähr 25, 28 Jahren meine spätberufene Seglerkarriere an, als sich ein lieber Freund im Januar bei mir meldete und sagte, du, ich habe mir ein Boot gekauft, ich war gerade auf der Messe, ich wollte das schon immer. Ich bin jetzt in einem Alter, da braucht man ein Segelboot und hatte sich eine kleine 24er Jeannot gekauft, legte die auf die Seen in Roermond, also für uns in 35 Minuten aus dem Rheinland bequem zu erreichen und fing an zu segeln. Das war ein tolles Erlebnis. Also heute weiß ich, dass das, was wir da veranstaltet haben am ersten Wochenende mit Worten wie Havarie, mit Worten wie Desillusionierung, es geht alles nicht. Man hat den Hafen nicht wieder gefunden und auch so ein Wort wie Patenthalse kam öfter am Tag vor. Und er ging davon aus, es ist auch okay, das kann ich mir alleine beibringen. Und meine damalige Frau war der Meinung, das ist ein schönes Hobby. Wenn du dich damit beschäftigen willst, solltest du es richtig lernen. Und ich habe dann an der DH-Yachtschule in Glücksburg meine Ausbildung gemacht, habe da Jahre auch ehrenamtlich ausgebildet und bin eigentlich so von Grund auf zum Segeln gekommen. Ganz, ganz klassisch, auch wenn auch schon mit etwas zeitlichem Vorlauf. Ja, ne? Ziemlich spät. Es hat nicht geschadet. Also das kommt mir heute auch noch sehr zugute, da ich seit mittlerweile 11 Jahren hier in Düsseldorf eine Yachtschule leite und somit quasi eins meiner großen Hobbys zum Beruf auch gemacht habe. Es ist also quasi vom komplett Ahnungslosen über wahrscheinlich viel Lernen und viel Praxis dann doch bis zur Yachtschule. Bist du da selbst derjenige, der unterrichtet oder hast du Lehrer, die das machen? Da unterrichte ich selbst. Ich habe die Schule 2006 eröffnet, habe sie 2015 einem neu gegründeten Yachtclub geschenkt, den unsere Absolventen quasi selber mal angestoßen haben, um nach der Ausbildung noch ein bisschen gemeinsam zu segeln, Freizeit zu verbringen auf dem Wasser. Und bin heute noch ehrenamtlich für die Schule als Geschäftsführer tätig und unterrichte dort auch noch mit drei Kollegen. Was kann man bei dir lernen? Wir bilden aus zu den Sportbootführerscheinen, also Binnen- und See, gehen dann auch bis zum SKS, die Funkscheine, und bieten Skippertrainings und Seminare an Bord und an Land. Okay, cool. Das heißt, ich vermute mal, du bist mittlerweile dann auch zu einem eigenen Schiff gekommen. Ja, das eigene Schiff ist eine BM-Jolle, 6 Meter lang und liegt als mein Feierabendschiffchen in Roermond. Da ich ansonsten viel zu wenig Zeit habe, selber auf ein eigenes Schiff zu gehen. Ich teste seit letztem Herbst für ein österreichisches Yachtmagazin Boote und Yachten, sowohl unter Motor wie unter Segel. Ich versuche immer noch 6, 7 Turns im Jahr zu fahren für unseren Club, habe Ausbildungsturns noch mit der Schule. Und wenn dann wirklich mal Freizeit ist und ich spontan am Abend mal mit einem Picknickköfferchen und einem Fläschchen Wein mit Freunden kurz nach Roermond fahren kann, um ein bisschen privat zu segeln, ist das ungefähr das Einzige, wozu ich ein eigenes Schiff nutzen könnte.
Okay, dann ist diese Größe natürlich auch absolut nachvollziehbar und eigentlich auch ideal, ne? Leicht zu bewegen. Für mich, mal eben schnell ein bisschen Spaß zu haben, ist okay. Ansonsten segle ich so bis 60, 70 Fuß. Ich fühle mich darauf auch wohl. 60, 70 Fuß? Ja, ich habe einen lieben Freund von mir, der sagt immer, es ist altersgerechtes Segeln. Es gibt einfach ja Spaß, ein bisschen mehr Platz zu haben. Es gibt ja diese Faustformel, ein Fuß pro Lebensalter, pro Lebensjahr. Ja, dann müsste ich jetzt im Moment noch bei einer 54er aufhören, aber ich arbeite da schon mal ein bisschen voraus. Ja, genau. Das ist vorausschauendes Segeln einfach. Ne? Macht schon Sinn. Aber wir haben es auch gemerkt, wenn wir Ausbildungsfahrten anbieten zum SKS oder auch wir schulen auch zur Theorie und Praxis gleichzeitig mit so einer Segelgrundausbildung auch an Bord zum SPFC. Es ist schon schön, so 50 Fuß, 48 Fuß mit 3-4 Teilnehmern und einem Ausbildungsskipper zu bewegen. Erstens können wir uns besser auf die Teilnehmer konzentrieren, man kriegt wirklich alles mit und die Zeit ist einfach besser als so ein 36-Fuß-Schiffchen mit 8 Leuten und der Skipper schläft im Salon. Ja, das stimmt wohl, ja. Da hat man doch ein bisschen mehr Entfaltungsmöglichkeiten, ne? Oh ja. Natürlich auch eine Preisfrage, ganz klar. Ja. Das ist ja immer, ne? Ja, aber wir merken es auch, es gibt einen immer größer werdenden Kreis. Also wir merken es in der Schule im Unterricht zum Beispiel. Wir schulen ganz klassisch an Wochenenden, abends in Gruppenlehrgängen. Also Gruppenlehrgang heißt bei uns maximal 8 Personen, weil auf mehr können wir uns nicht konzentrieren, weil wir wirklich jedem auch permanent auf die Finger schauen möchten, gerade so bei der Kartenarbeit, bei der Navigation. Aber es wird immer individueller. Wir haben sehr viele Teilnehmer, die Wert darauf legen, wirklich face-to-face geschult zu werden, die auch teilweise mit einem Ehepartner alleine an Bord gehen und sagen, wir segeln hinterher sowieso nur zu zweit oder maximal mal mit Freunden zusammen. Wir möchten es dann auch gleich zu zweit lernen und können. Und schöne Turns und schöne Reviere auf tollen Schiffen sind leider meist nicht ganz preiswert. Also preiswert schon, aber es kostet schon Geld. Ja. Ja, man hat ja auch keiner gesagt, dass Segeln kein exklusives Hobby wäre, nicht wahr? Och, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Das ist ein wunderschönes Hobby. Ja. Und wie exklusiv man es haben möchte. Wir segeln nächstes Jahr in Thailand auf den Seychellen und Vancouver Island und an der amerikanischen Ostküste. Da sind wir insgesamt 4 Wochen unterwegs. Boston, New York, Boston. Da sind natürlich dann auch bei Schiffen um die 60 Fuß beziehungsweise großen Katamaranen in Asien schon alleine Charterkosten von uns so bei 12.000 Euro die Woche. Ja, bei der Schiffsgröße kommt das zusammen. Dann ist es wieder exklusiv, genau. Ja gut, ich meine bei Katamaranen sowieso, die sind ja vom Charterpreis her dann doch nochmal deutlich höher als ein Monohull. Genau. Das wäre auch gerade meine nächste Frage gewesen, käme auch Katamaran für dich in Frage, hast du jetzt schon beantwortet. Jetzt, wenn ich dich fragen müsste oder wenn ich dich fragen würde, Katamaran oder Monohull, was wäre dein Favorit? Oder kannst du beide was abgewinnen? Ich bin ein Monohull. Also ich finde beide schön. Ich gehöre auch zu den Seglern. Das kommt auch so ein bisschen durch meine Tätigkeit als Testredakteur, auch mal mit Motorbooten unterwegs zu sein. Ich finde so eine, ich hatte letztens eine 68 Fuß Prestige im Mittelmeer unter mir, Gott sei Dank mit einer Tankkarte. Und konnte die ausgiebig testen. Auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mal Spaß gemacht. Aber so tief im Herzen bin ich wirklich so, naja, ich sag mal, Mitte, Ende 40 bis Mitte, Ende 50 Fuß Mono, das ist meine Welt. Ja. Das ist auch mal eine ganz andere Liga als jetzt mit irgendwo Anfang 30 Fuß. Diese Schiffe, die reagieren halt schon nochmal ganz anders, ne? Also 50, 60 Fuß, die reagieren halt etwas behäbiger und da ist so ein bisschen mehr. Ja, das war auch das, weshalb wir also öfter sagen, wir gehen auch gerne mit Anfängern gerne mal auf größere Schiffe. Die meisten stehen dann wirklich am ersten Tag an Bord am Heck, schauen nach vorn und sagen, mon Dieu, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Tja. Und kommt man nach einer Woche oder 14 Tagen wieder, kommt dann so ein mitleidiges Lächeln, naja Gott, es war ein bisschen beengt mit 4 Leuten. Also man gewöhnt sich schnell auch an so einen Luxus wie Spülmaschinen, Klimaanlagen, Gefriertruhen. Also wir sind ja auch gerade auf der Suche nach unserem Schiff. Yeah. Wir wollen gerne eine Amel haben. Die hat also die Supermaramü, die hat auch ihre 53 Fuß und oft findet man auf diesen Schiffen eine Spülmaschine. Und ich verstehe es nicht. Das sind Sachen, die Spülmaschine verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Okay. Wobei ich sie noch nicht ausprobiert habe. Natürlich ist es angenehm. Man gewöhnt sich sehr schnell dran.
Ja, natürlich, klar. Aber es ist halt auch eine Frage des Energiemanagements, ne? Also in der Südsee kann ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel eine Spülmaschine einzusetzen, einfach weil ich meinen Strom nicht verschwenden will, nicht mehr irgendwie zusammengeklaubt habe. Und wir merken das bei den etwas größeren, du hast schon deinen eigenen Generator an Bord. Ja, klar. Und das hat die AML auch, schon angenehmer, dann mal zu sagen, gut, dann lade ich halt nochmal ein Stündchen nach. Aber es soll nicht heißen, dass nur Segeln auf großen Monos mit Spülmaschinen Spaß macht. Also für mich ist es immer so ein Gefühl, was kann ich wirklich erleben an Bord? Also wie nah bin ich an der Natur? Was erlebe ich? Wie komme ich mit dem Schiff klar? Schaffe ich es alleine? Ich denke immer, jeder Skipper sollte, bevor er losfährt, sich fragen, komme ich unter allen Umständen mit dieser Schiffsgröße, mit diesem Typ in diesem Revier auch alleine klar? Mhm. Ja, das ist wichtig. So meins. Ne? Also wenn ich da denke, okay, das reicht im Moment für 36 Fuß, bitte ausprobieren. Also das ist nichts Schlimmes. Also kein Segler ist vom Himmel gefallen. Wir haben alle mal irgendwie entweder im kleinen Joghurtbecher oder auf der Jolle angefangen, mal später oder mal früher. Aber das hängt, glaube ich, mit der Schiffsgröße oder mit dem Luxus an Bord nicht zusammen, ob jemand Spaß am Segeln hat. Nee, natürlich nicht. Das ist ja auch individuell verschieden und der eine möchte zum Beispiel auch Regatta segeln und möchte sportlich unterwegs sein, hat ein Schiff, was dann eben dementsprechend nicht ganz so bequem ist, wo viel Gewicht gespart wird und das halt entsprechend agil reagiert und der andere möchte halt Genuss segeln und dem ist das nicht so wichtig und das macht auch nichts, wenn das Schiff ein bisschen mehr Bauch hat. Dafür habe ich aber ein schönes breites Bett. Ne? Genau. So. Ja, und ich muss auch nicht alle 2 Minuten nachtrimmen, um vielleicht noch ein Zehntel Knoten rauszuholen. Ich kann vielleicht auch ganz entspannt ankommen. Genau. Da gibt es sehr viele Wertungen, die sagen, also wenn du nicht jedes Zeit perfekt eine Segel stehen hast und nicht permanent nachtrimmst und machst und tust, dann bist du auch kein guter Skipper. Halte ich persönlich so ein bisschen für Blödsinn. Also wenn ich wirklich weiß, wie ich ein Schiff gut trimmen muss, gerade so in Fahrtensegeln, dann muss ich nicht unbedingt alle 5 Minuten nachtrimmen und wirklich schauen, ob ich dann nochmal fingerbreit ziehen kann. Die kommen auch an. Ja klar kommen die an. Ja, sicher. Und vielleicht das hat. Es ist ähnlich wie der auf der Autobahn immer versucht, seine 220 zu fahren. Ja, der kommt an. Möglicherweise auch 10 Minuten früher, aber möglicherweise nicht ganz so entspannt wie derjenige, der sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat. Also dann lieber ein ruhiger Tag und ich kann mit der Familie, mit Freunden oder mit den Kids ein bisschen an Bord spielen, habe Spaß und bin abends entspannt in der Ankerbucht oder in der hübschen Marina. Genau. Ohne dass ich schon 2 Kilo rausgeschwitzt habe am Tag, weil ich nicht mehr weiß, was ich noch drin kann, was ich noch stellen kann. Genau, ja, da sind wir so auf einer Wellenlänge. Wobei, hat jeder seine Daseinsberechtigung und ist natürlich hoch individuell und schreibt er mir auch keiner vor, ne? Also das merkst du ja wirklich auf See und gerade im Hafen, dass wirklich jeder seine eigene Meinung hat. Ja. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass also nach meiner Erfahrung viele der besten Segler der Welt immer am Steg stehen. Ja. Meistens sind Gruppen, also die treffen sich dann immer da an dieser Stelle. Genau. Macht nichts, das gibt es auch überall. du bist jetzt auch als Schiffstester, Testredakteur unterwegs. Das war witzig. Da kam ich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich schreibe seit ungefähr 30 Jahren als freier Journalist. In der Regel geht es dabei um Themen, die mich irgendwie interessieren. Also der letzte große Block war zum Beispiel Restitution von Beutekunst. Also NS-Kriegsbeute im Rheinland und die Restitution davon. Wassersport natürlich ist ein Thema, das ich sehr mag und ich war im letzten Herbst auf einer Pressereise in Sardinien, in Italien, in der Toskana unterwegs und habe einen Herausgeber und Chefredakteur von Boot Online in Österreich kennengelernt. Und der sagte, du, ich war jetzt mal mit dir segeln während der Tage und habe mal so gelesen, was du so schreibst. Wir bräuchten noch jemanden, der sich um unsere Segelboote kümmern kann, also überwiegend Segler, weil für Motorboote gibt es da bereits eine riesen Kompetenz in der Redaktion. Und seitdem teste ich auch Segel- und Motorjachten und schreibe darüber. Es macht Spaß. Das glaube ich ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Viele, viele schöne Gelegenheiten, so den einen oder anderen Schiffstypen auch mal vor einer Weltpremiere zu fahren oder auch mal ausgiebig und in Ruhe wirklich mal zu testen. Und der Vorteil für mich ist, ich habe eine Redaktion hinter mir, die mich nicht redigiert. Das heißt, ich darf wirklich schreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn ich begründen kann, warum mir was nicht gefällt an Bord, dann wird es auch so publiziert. Wow. Finde ich auch toll. Das zeugt von großem Vertrauen und also man kann dann aber einfach auch entspannter schreiben, sag ich mal. Ne?
Ja, unseren Lesern macht es also auch Spaß. Ich merke es dann auch mal an Rückfragen oder du siehst es bei irgendwelchen Facebook-Gruppen, die sagen, Mensch, hattest du schon mal die, ich weiß nicht was, welche unterm Hintern, bist du die schon mal gefahren? Wie war das denn? Ich überlege mir so eine zu kaufen oder mal zu chartern. Man kommt da doch wirklich so von Hölzken auf Stöcksken. Und wenn man mal ein paar Tage mit so einem Schiff unterwegs war, habe ich vielleicht nicht den letzten Eindruck, wie funktioniert wirklich alles. Aber ich weiß, fühle ich mich wohl an Bord? Wie sind die Segeleigenschaften? Reicht die Motorisierung? Komme ich mit dem Schiff klar, wenn ich, ich sag mal, normaler Charterskipper bin, der 2 Wochen im Jahr vielleicht unterwegs ist? Oder werde ich damit schon so ein bisschen überfordert, ob mancher technischer Features? Und der Dialog, der da rauskommt, den finde ich also sehr, sehr schön. Ich kriege dadurch teilweise auch Empfehlungen von unseren Lesern. Wenn du mal in Frankreich bist, schau dir doch mal Black Pepper an. Ja, habe ich vorher noch nie gehört. Ist eine kleine Werft, die ich jetzt im Spätsommer besuchen werde. Bauen wunderschöne Schiffe. Ich bin sehr gespannt. Wie kann man sich denn so ein Yacht- und Schiffstest vorstellen? Bekommst du dann alleine dieses Schiff oder ist es dann so eine Gruppe von Redakteuren, die eingeladen wird und die dann zusammen auf dieses Schiff geht und dann gemeinsam für mehrere Tage irgendwie testet? Das ist mal so. Also es gibt sogenannte Fahrberichte. Das ist wirklich so eine Art Kurztest. Da bleiben vielleicht 1,5 Tage mit dem Schiff zu spielen und sich wirklich jedes Detail so gut wie möglich anzuschauen. Das sind Einladungen der Werften. Entweder im Rahmen von Press Trails, da sind zum Teil bis zu 30 internationale Kollegen, die mal zu zweit, zu dritt das Schiffchen fahren. Mhm. Es gibt aber auch Testphasen, da wird dir wirklich von der Werft für 4-5 Tage, eine Woche das Schiff gestellt, um es wirklich auf Herz und Nieren meist im Heimatrevier zu testen. Mhm. Spannend. Also manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Zeit. Manchmal ist es nicht möglich, wirklich für lange Zeit zu fahren. Aber ich denke mal, wenn ich 1,5 Tage an Bord war und bin damit gesegelt oder gefahren in allen möglichen Situationen, wir können wirklich bis an die Grenzen spielen. Das ist ein guter Eindruck, den man hat. Und es fallen dir vor allen Dingen viele Dinge im Handling auf. Vor allen Dingen, wenn man die Vergleichsmöglichkeiten mit zig anderen Typen hat. Mhm. Meist sind bei diesen Press Trails sind 4, 5, 6 Segler dabei, ein paar Motorboote von der Werft, wenn vorhanden, wenn produziert, dass man wirklich sagen kann, also im Gegensatz zur 46er gefällt mir die 52er besser, weil ja, ich habe die beiden nebeneinander stehen, kann sie hintereinander wegfahren und es wirklich ausprobieren. Das ist die optimale Situation. Ja, man freut sich manchmal über ein bisschen mehr Zeit, aber teilweise geht es auch bei den Werften nicht oder bei den Händlern, die Schiffe zur Verfügung stellen. Oft ist es im Nachgang der großen Messen, dass Barcelona zum Beispiel war letztes nach der Herbstmesse, gab es nochmal 5 Tage für die Pressekollegen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, ich darf eine Weltpremiere während der Cannes Yachtshow im September begleiten. Mhm. Und da werden wir 10 Tage sein und haben mit 6 Kollegen ein Programm von, ich glaube, 30 Schiffen. Wow. Also jeder eins am Tag. Ja. Das wird sehr sportlich, aber diese Kombination, diese Masse an Schiffen, an Premieren, dafür ist Cannes ja wirklich bekannt, wirklich im Wasser zu haben und auch fahren zu können, neben den normalen Besucherzeiten, das ist schon eigenartig, das ist einzigartig, das macht richtig Spaß. Ja, das hört sich so an, ja. Hat sich denn während deiner Tests, ich denke, dass du die Frage ganz oft gestellt bekommst, schon sowas herausgestellt wie so ein Favorit, wo du sagst, hey, das wäre so ein Schiff, wenn ich mir ein Schiff kaufen wollte, dann wäre es das? Nicht wirklich. Also ich schwanke immer noch ganz tief in meinem Herzen zwischen einer ganz klassischen Yacht, einer klassisch anmutenden Yacht mit hochmodernem Unterwasserschiff und Rig, und einem schönen, bequemen Tourer. Ich bin leider von allem begeistert, dass ich mich da überhaupt nicht entscheiden kann. Aber mein Herz geht noch so ein bisschen in Richtung Klassiker. Mhm. Also Holz dann auch? Wäre schön, aber ich kenne einige Freunde, die Holzboote haben. Es ist ein Wahnsinnsaufwand. Ich merke das alleine bei dem vielen Mal Goni auf meiner Mini-Jolle. Mhm. Also wenn die nicht einmal im Jahr wirklich zum Checkheft-Test in die Werft geht. Ich habe da leider 2 linke Hände. Also ich kann weder schleifen noch lackieren. Das ist schon ein Aufwand.
Ja. Das ist schon Aufwand. Ja. Das stimmt. Das ist immer so der Kompromiss. Man hat ein wunderschönes Schiff. Es gibt eigentlich nichts, was mehr Charakter hat als so ein Holzschiff, finde ich. Ja, ja. Aber man hat halt auch wirklich die Hälfte der Saison oder die Hälfte des Jahres dann auch Arbeit an dem Schiff. Ich hatte, halt einen finanziellen Aufwand, wenn man es nicht rausgibt. Genau. Ja. Also ich denke mal, ich gehöre jetzt wirklich, ich bastel nicht unbedingt wirklich gerne. Hm. Also ich kann die notwendigen Reparaturen und Wartungen durchführen an Bord, das ist ganz klar. Aber das darüber hinaus, mich jetzt wirklich damit zu beschäftigen, so ein ganzes Deck abzuschleifen oder ein Teak-Deck abzuziehen, das ist nicht meine Welt. Ja, wenn ich mir die Videos anschaue von Leuten, die dann auch mal eher das Dichtungsmaterial aus dem Teak-Deck rausgeholt haben und dann neu eingesetzt haben, das ist auch Arbeit, da bist du dann den ganzen Winter über beschäftigt. Ja. Kann man machen, muss man. Leider so ein bisschen auch die Zeit, mich damit intensiver zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt wirklich mal ein paar Wochen Zeit und bin regelmäßig im Schiff, wo immer das auch liegen mag. Ich habe sowieso für mich gemerkt, für mich ist es gar nicht mal so spannend, ein eigenes Schiff zu haben, weil ich doch durch die Arbeitsbelastung und auch durch die relativ wenig Freizeit mich gar nicht so lange an ein Revier binden möchte. Ja, das ist halt der große Vorteil, wenn du schadest. Es ist toll, mal einen Sommer durch die Ostsee zu segeln. Ich würde mir wünschen, die Zeit mal zu haben, 6 Wochen Ostsee segeln. Finde ich toll. Ja. Ja, aber da würde ich mir lieber ein Volkeboot chartern und würde damit Spaß machen. Ja. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade noch erwähnen. Der Mike Polker von klassischamwind.de, den hatten wir auch vor einigen Wochen im Podcast und er hat auch erzählt. Also er. Es war noch, während er in der Wintersaison war, und er holt dann alle Boote aus dem Wasser, holt sie zu sich nach Hause, hat bei sich vor dem Haus eine große, also eine Zelthalle aufgebaut, wo jeweils immer ein Schiff reinpasst, und er hat das Ganze den ganzen Winter über damit zu tun, die Schiffe wieder in Gang zu bringen, zu refitten, das Holz zu pflegen und alle Wartungsarbeiten zu machen, dass die dann wieder rechtzeitig für die Saison fit sind. Das sind halt dann wirklich wunderschöne Boote, auch wirklich klassische alte Volkeboote. Aber das ist das, was wir gerade gesagt haben. Es ist halt Arbeit. Ne? Das muss man schon wissen, wenn man sich so ein Schiff kauft. Und ich habe leider auch von meiner Wohnlage, ich wohne hier in Düsseldorf mitten in der Stadt, so 600 Meter südlich von der Königsallee, ich kann mir zwar eine kleine Yacht in den Innenhof stellen und daran ein bisschen arbeiten, aber dann wird es auch wieder aufhören. Also von daher. Nee. Nicht so meins. Nicht so richtig. Ich gehe lieber segeln, als einen Pseudowerfbetrieb zu haben. Ja, genau. Ja, das ist auch das, was uns im Übrigen bei der Amel so gut gefällt. Die hat nämlich auch zwar eine Holzoptik, aber sie hat kein Holz auf dem Deck, was den Pflegeaufwand, denke ich, ganz drastisch reduziert. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Also für die Anwendung, die wir hier vorhaben. Vorletzten Wochenende habe ich noch eine Amel gesehen am Eiselmeer in, wo war ich da, in Indelopen? In Eiselmeer hast du eine Amel gesehen? Ja, in einem erbarmungswürdigen Zustand, also vollkommen verdreckt und verranzt, und der Nachbarlieger sagte mir, der eine wunderschöne alte halbe Grassi fährt, dachte mir dann so beim Bierchen, ich müsste mal wirklich versuchen, den Platz zu wechseln, weil es tut mir in der Seele weh, auf dieses Schiff zu schauen. Ja. Also da scheint sich auch niemand drum zu kümmern. Mich hat es da sehr gewundert. Also ich denke mal, das ist jemand, der auch mal Spaß hat, ein bisschen auf die Nordsee zu gehen oder weiterzufahren. Und aus welchen Gründen jetzt immer am Eiselmeer binnen liegt. Ja, zumal das Eiselmeer eigentlich gar nicht so richtig die Tiefen bietet, um mit einer Amel vernünftig unterwegs zu sein. Ja. Nee, nicht wirklich. Kommt immer ein bisschen darauf an, aber ich meine, Amel ist ja auf jeden Fall mal über 40 Fuß. Ja. Ich glaube, kleiner bauen die gar nicht, ne? Mhm. Da ist es im Eiselmeer und in den kleinen Orten, die ja wirklich traumhaft sind, ist es schnell vorbei. Ist, ne? Das ist wunderbar, ja. Ja. Also ich habe es gemerkt, das ist auch bei richtig Wind, macht es da auch wenig Spaß. Also ich hatte eine richtig schöne Sturmfahrt zurück in den Hafen bei so knapp unter 50 Knoten Wind. Wir sind bei 2,5 Meter Tiefgang auf dem Mittelteil des Eiselmeers zweimal am Boden aufgesetzt. Auf der Mitte? Da gibt es auch so ein paar Untiefen. Um die 4 Meter, also ich habe noch nie 1,20 Meter, 1,40 Meter Welle auf dem Eiselmeer gesehen. Also ich habe mich da echt erschrocken, gesagt, dass auch dieser Pfütze möglich ist. Aber da haben wir doch wirklich mal gemerkt, richtig Wind und Eiselmeer mit Tiefgang geht gar nicht. Ja, dann doch lieber den Kim Kieler, ne? Auf dem Eiselmeer. Ja, zum Beispiel. Ja,
Da, wir haben auch bei uns in der Marina, wir liegen ja momentan mit unserer Shark 24, die hat 90 Zentimeter, das ist ganz unkritisch, wunderbar. Und der Manfred von der Rümhardt, der ist auch Kolumnist im Segelmagazin und der hat seine, hat auch einen Kimkieler und der liegt daneben uns und der hat ganz bewusst, weil er sich eben in diesem Revier jetzt länger aufhält, hat er sich eben diesen Kimkieler geholt und genießt das sehr, ja. Ich meine, ein Stückchen raus, Wattensee, ne, das ist einfach herrlich. Ja. Gut, man darf sich jetzt nicht mehr überall trocken fallen lassen, aber ich glaube, da gibt es noch genug Möglichkeiten, Spaß zu haben mit so einem kleinen Bötchen. Ja, klar. Klar. Ja, ich habe dich vorhin ja schon mal gefragt, du hast ja gesagt, du bist jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr in New York unterwegs mit Charterschiffen. Nächsten Sommer werden wir segeln. Wir haben bis jetzt noch nicht das Glück gehabt, wirklich eine überhaupt Auswahl an Charterschiffen zu finden in der Nähe von Boston oder von New York. Und wir haben den Commodore des Boston Harbor Sailing Clubs angeschrieben, ob er uns da irgendwie helfen könnte, ob man da Charterer kennt, dass wir irgendwas mieten können, so um die 50 Fuß. Und er hat uns freundlicherweise sogar angeboten, dass ein Clubkamerad uns gerne seine Beneteau 50 zur Verfügung stellen würde für die 4 Wochen, so quasi von Club zu Club. Fand ich toll. Klasse. Das fand ich toll. Wir kennen jetzt die Kosten noch nicht, aber ich sag mal, also lieber jemand, der sein eigenes Schiff, mit dem er auf dem Atlantik segelt, auf diesen Strecken in einem Club mit erfahrenen Seglern zur Verfügung stellt, der soll gerne sein Honorar bekommen. Also ob wir es jetzt beim Charterer zahlen, ich denke mal, das Schiff ist mit Sicherheit top gepflegt. Ein Schiff aus Privathand ist auf jeden Fall immer noch besser gepflegt als von einem vernünftigen Vercharterer. Ja. Ja. Also wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt geplant, in Boston zu starten, 2 Wochen gemütlich nach New York runter zu segeln, dort einen Crewwechsel zu haben und dann von New York wieder nach Boston zurück. Wobei ich mich sehr darauf freue, zum ersten Mal in New York einzulaufen. Das muss toll sein, ja. Ja, ich kenne es auch nur vom Hörensagen aus Videos und Erzählungen, aber darauf freue ich mich wirklich doch sehr. Und ich habe das Riesenglück, dass ich vorher noch einen Turn habe, der direkt vor diesen 4 Wochen liegt. Da bin ich mit unserem Club in Vancouver Island. Das heißt, ich bin dann 6 Wochen quasi in Kanada und auf dem Atlantik unterwegs. Das wird mit Sicherheit ein traumhafter Segelsommer. Oh ja. Klingt toll. Kleine Auszeit. Schließt sich bei mir direkt die Frage an, die hier so in unserem Fragenkatalog immer wieder aufkommt. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde mehr, wie würde deine seglerische Zukunft aussehen? Wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, würde ich wahrscheinlich auf eine, ich sag mal, eine schöne Grand Soleil oder ähnliches ziehen. Und würde mich in Südfrankreich in einen Hafen verholen und würde dort an Bord leben. Um dann mal Zeit zu haben. Ich könnte von da aus arbeiten. Ich habe einen Flughafen in der Nähe. Ich liebe die Côte d'Azur. Das ist dann für mich ein herrliches Revier. Ich liebe aber auch das Land drumherum. Und da wirklich mal Zeit zu haben, auch mal zu sagen, okay, jetzt mit abgeschlossener Altersversorgung, jetzt gehe ich mal ein paar Wochen nach Griechenland oder segel mal nach Kroatien rüber oder gehe über den Atlantik oder sonst irgendwas. Ich denke, das wäre so das Leben. Also ich würde, glaube ich, vielleicht noch ein kleines Apartment hier in Düsseldorf für die Winterzeit behalten und den Rest wirklich an Bord leben. Ja, oder man verholt eben auf die Kanaren oder zum Beispiel eben über den Atlantik oder so, ne? Strengeren Temperaturen. Das wäre, glaube ich, das Leben. Mhm. Das wird mir gefallen. Ja, klingt gut. Ich habe direkt Bilder wieder in meinem Kopf. Ich hoffe, ich kriege sie danach wieder aus dem Kopf, weil ich muss noch arbeiten. Ja, verdammt. Okay, ja, klingt nach einem guten Plan. Mal schauen, wie lange es dauert. Gibt es denn eine Sache, einen Gegenstand auf dem Schiff, die du auf keinen Fall missen möchtest, wo du sagst, das ist also hundertprozentig wichtig, dass das dabei ist und das habe ich lieb gewonnen, das Teil, und das muss ich auf jeden Fall immer bei jedem Segelturn dabei haben. Oder am Schiff möglicherweise ein Teil, wo du sagst, ja, das ist mir ganz besonders wichtig, das muss ich auf jeden Fall haben. Kompass, Funk und gute Segel. Grundausstattung.
Grunderstattung, ja, aber das ist wirklich das Liebgewordene. Das ist für mich so das, was ich wirklich brauche. Ich glaube, ansonsten so, ich sag mal, Luxus oder ähnliches brauche ich an Bord nicht. Ich merke das immer auch, wenn ich ein paar Tage an Bord bin, dass ich mich selber erwische, festzustellen, mit wie wenig man eigentlich durchs Leben kommt. Mhm. Also wie wenig um mich rum ich eigentlich durchs Leben komme. Deshalb ja. Hätte ich jetzt so gar nichts. Also vielleicht eine schöne Möglichkeit, Musik zu hören. Das wird mir noch gefallen. Das mache ich beim Segeln sehr gerne. Das macht auch manchmal Spaß. Wir sind vorletzte Woche, wie gesagt, war ich in Holland und wir sind durch den Stadtkanal von Lemmer zum Abendessen gefahren, um unseren Liegeplatz zu suchen und hatten dabei Rule Britannia auf den Außenlautsprechern und kriegten direkt in der Vorbeifahrt von dem British Pub eine Einladung, abends Längszeit zu kommen. Also gute Musik an Bord, das gerne. Alles richtig gemacht. Ja, ich denke auch. Super. Ich denke auch. Ja, Markus, wir sind ja durch eine Aktion auf dich aufmerksam geworden, die jetzt gerade so größere Kreise zieht. Du bist ja Gründer, Inhaber des Nautischen Quartiers. Ja. Also nautischesquartier.de. Und ihr habt da jetzt einen ganz besonderen Service ins Leben gerufen. Ja. Erzähl also, doch mal was davon. Nautische Quartier kann man sich so ungefähr vorstellen wie eine maritime Unternehmensberatung, Dienstleistungsfirma, ähnliches. Das heißt, ich wollte eigentlich mal diese ganzen Anfragen, die ich jahrelang über die Schule bekam, kann man an Bord heiraten, ich brauche jemanden, der mit mir auf die Messe geht und ein Schiff kauft, haben Sie dafür Zeit? All solche Dinge ein bisschen rausdividieren aus der Schule, weil da denke ich, gehören sie nicht hin. Mittlerweile ist es mit den Überlegungen dazu gekommen, dass wir uns auf Hochleistungssatellitenantennen den Vertrieb konzentrieren und wir haben im vorletzten Jahr, also quasi direkt nach der Eröffnung, mal drüber nachgedacht, wenn unsere Erfahrungen auf See seit vielen Jahren mal so sein sollten, dass man sich in die Lage versetzt fühlt, doch mal einen Arzt zu fragen. Nicht einen Seenotfall zu erklären, sondern einfach die Situation, wo wir beide morgen mal zum Arzt gehen würden und zu sagen, das ist nicht so, wie es sein sollte, ich fühle mich nicht so wohl, oder ich habe hier eine eiternde Wunde oder einen Schnitt oder einen Bruch, was auch immer. Und haben überlegt, wie kriege ich eigentlich neben den Möglichkeiten, die die Berufsschifffahrt ja mannigfaltig bietet, einen ärztlichen Rat an Bord. Wir haben mit dem Gesundheitsdezernenten der Landeshauptstadt, mit dem Professor Meyer-Falke, zusammengesessen. Der hat uns einen Kontakt hergestellt zum Universitätsklinikum hier in Düsseldorf. Mit denen haben wir ein Gespräch geführt, bei dem wir ehrlich gesagt gedacht haben, okay, wir schlagen jetzt vor, wir möchten gerne eine permanente Verfügbarkeit von ärztlichem Rat für die Sport- und Freizeitschifffahrt. Danach fühlen die uns erstmal den Puls und nach 5 Minuten das Gespräch beendet. Das war leider überhaupt nicht so. Der Leiter der Notaufnahme, Professor Rump, hat sich das alles wirklich sehr aufmerksam angehört und gesagt, das ist eine tolle Idee, das unterstützen wir. Wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir da zusammenarbeiten können, wie wir als Quartier auch das Klinikum honorieren können. Und wir haben mit Kapitän Dietzel von Delta Papa 07 in der letzten Saison einen Test während einer Pilotphase gestartet. Da hatten sich 100 Mitglieder von DP07 mit ihren Crews, mit ihren Schiffen angeschlossen. Und haben es einfach mal getestet. Also die Frage war, wie oft brauche ich es überhaupt, um für uns mal eine Möglichkeit zu bekommen, wie oft ist ärztlicher Rat wirklich erforderlich? Für die Testphase ist mittlerweile abgeschlossen. Mhm. Und seit Anfang Mai ist NQ-MED, so heißt der Dienst, also Nautisches Quartier MED im Prinzip als Abkürzung, ist nutzbar, ist buchbar. Wir haben eine extra Webseite geschaltet unter nqmed.com, wo wir also wirklich informieren, was kann dieser Dienst, was leistet der Dienst. Wir haben mittlerweile ein Medical Sea Desk, haben wir es genannt, am Uniklinikum installiert. Da findest du 2 Not- und Fachärzte permanent besetzt. Das heißt, wenn ich eine medizinische Anfrage habe, bei uns gibt es kein Callcenter, bei uns ist man direkt mit einem Arzt verbunden und von dort aus besteht ein Anschluss an sämtliche 32 Fachkliniken des gesamten Uniklinikums. Das heißt, wir haben für jede Disziplin umfassend rund um die Uhr jederzeit mindestens 50 bis 60 Ärzte greifbar, egal ob Tag oder Nacht. Wow.
Das heißt also auch interdisziplinär austauschbar? Absolut, absolut. Das heißt, wir haben Zugang zu allen Diensthabenden der 32 Fachkliniken. In der Regel sind es teilweise die Leiter, leitenden Oberärzte, die für uns zur Verfügung stehen. Wir haben im UKD vereinbart, dass dieser Dienst für uns rund um die Uhr betrieben wird. Das heißt, ich kann per Telefon, per Handy, per weitergeleitetem UKW-Seefunkgespräch, per Satellitentelefon oder SAT-Terminal jederzeit einen Arzt erreichen. Wow. Gib mir mal ein Beispiel. Was passiert auf See? Wo brauche ich einen Arzt per Telefon also oder ganz, per Funk? Eine ganz einfache Geschichte ist sofort unser erster Anruf, den wir hatten. Das ging aus Nordzypern. Es gab eine sehr starke Augenreizung, die man über anderthalb Tage schon nicht in den Griff bekam an Bord. Mhm. Und der Arzt schaltete direkt zur Augenklinik weiter. Und es konnte wirklich geklärt werden, dass es sich wahrscheinlich um eine Bindehautentzündung handelt, die nicht unbedingt sofort ärztlich behandelt werden muss. Das heißt, man konnte sich mit einer Augenspüllösung und mit einem Spülmedikament behelfen. Und das Schöne dabei war, dass der Arzt sagte, okay, ich weiß nicht, wie dieses Medikament im Nordteil von Zypern, also im türkischen Teil, heißt, ob es dort sowas gibt. Aber ihr braucht die und die Inhaltsstoffe, die wurden kurz buchstabiert, es wird aufgeschrieben. Man konnte damit in die Apotheke gehen, es war klar, dass die frei verkäuflich sind. Und am nächsten Abend war der gute Mann schmerzfrei. Das heißt, es gibt also auch eine Kommunikation über den eigentlichen Anruf hinaus? Wenn erforderlich, jederzeit, ja. Also wir sind im Moment dabei, wir haben jetzt gerade am 1.6. ganz aktuell eine zweite Notrufzentrale für land- und luftgestützte Dienste eröffnet und sind gerade an einer Erweiterung unserer Anamnesedaten, die jeder Nutzer freiwillig hinterlegen kann. Das heißt, Informationen zu meinem Hausarzt, zum temporären oder dauerhaften Medikamentierungen, Allergien, Impfungen, Blutgruppe, also alles Informationen, die im Fall der Fälle mit Sicherheit nicht so eben runtergespult werden. Also ich habe zum Beispiel auf See meinen Impfausweis nicht dabei. Ich kann nur schätzen, wann meine letzte Tetanus war. Und so kann ich es also bequem von zu Hause aus vorher einmal angeben. Und diese Daten werden zukünftig über einen verschickbaren, also selbst an mich selbst als Nutzer, verschickbaren QR-Code multilingual an Ärzte zur Verfügung gestellt, wenn es zum Beispiel die Empfehlung lautet, in Ihrem Fall ist es wirklich angeraten, gehen Sie zu einem Arzt vor Ort. Das heißt, ich muss einem griechisch sprechenden Urologen nicht alles nochmal erklären mit Händen und Füßen, sondern er kann sofort in seiner Heimatsprache die Anamnesedaten und die Befundung unserer Ärzte vor Ort nutzen. An jedem, ich sag mal, internetfähigen Rechner, mit dem man einen QR-Code scannen kann. Aber in seiner Heimatsprache? Ja, das ist ein multilinguales System, das im Prinzip selbst in der Lage ist, Arztbriefe umzusetzen. Mhm. Also ich meine, gut, die Arztsprache ist ja sowieso momentan noch das Latein. Von daher haben Sie ja sowieso gemeinsame... Das ist der Punkt. Es ist quasi eine Grundlage da. Ja. Das ist eine Grundlage da. Uns ging es nur darum, also wir hatten eine Anfrage auf der Boot in diesem Jahr. Das war ein Ehepaar, die sagten, wir hatten im letzten Jahr in Griechenland eine Herzattacke eines, ich glaube, 46-Jährigen. Ja, also man muss nicht immer denken, dass Herzprobleme erst so ab 70 kommen. Mhm. Es war ein Rettungskreuzer unterwegs, aber die Kommunikation mit diesem Kreuzer, bis der zwei Stunden später auf einer recht abgelegenen Insel wirklich dann auch zum Einparken kam, fand einfach nicht statt. Das heißt, in so einem Fall könnten unsere Ärzte assistieren, bis wirklich Hilfe vor Ort eintrifft. Und das beruhigend in unserer aller Heimatsprache. Ja, das ist ja auch schon mit ein Teil der Behandlung, dass man einfach auch auf der psychischen Ebene mit dem Patienten... Genau, es ist einfach jemand da, ich kann mit dem reden. Ja, er kann helfen, ich kann mit Sicherheit auch erste Hilfemaßnahmen einleiten.
Vor allem, wir haben einen großen Anspruch, deshalb werden wir auch mit den Ärzten im permanenten Dialog sein und auch gemeinsam arbeiten daran, dass die medizinische Hilfe respektive der medizinische Rat auch wirklich mit Bordmitteln umsetzbar ist. Na, ich könnte zum Beispiel bis zum Eintreffen von einem Kreuzer oder bis ich wirklich an Land bin, einen Bruch auch mit einer Winschkurbel schieben. Das heißt, gibt es dann von euch im Fall der Mitgliedschaft eine Empfehlung, wie eine Bordapotheke auszusehen hätte? Das haben wir öfter gehört. Das werden wir, ich sag mal, in der nächsten, übernächsten Woche intensiv angehen. In Absprache mit unseren Medizinern und für bestimmte Reisegebiete eine Grundmedikamentierung oder eine Grundbordapotheke auch empfehlen können. Das kommt dazu. Das wird aber nicht für unsere Nutzer sein. Das werden unsere Nutzer separat natürlich als Service bekommen. Aber solche Informationen, die werden allgemein verfügbar sein. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, klar. Und jetzt im Notfall, wie erreiche ich euren Dienst? Geht das nur per Telefon? Es geht im Moment noch per Telefon und weitergeleitet zum Seefunkgespräch. Wir arbeiten an einer Lösung, dass in Häfen zum Beispiel, wir haben sehr viele Marinabetreiber, gerade im Ausland, die sagen, es wäre für uns toll, für unsere deutschen Kunden zu wissen, ich kann von hier aus, vom Hafenbüro aus oder auch von Bord mit einem speziellen Code oder einem Internetzugang auch audiovisuell mit den Ärzten sprechen. Das ist für uns quasi eine Entwicklung, die aus dem Bereich der Superjachten kommt, wo ab Sommer diesen Jahres auch telemedizinische Konsile mit den Bordärzten ermöglicht werden. Das heißt also, der Eigner der 40, 50 Meter Superjacht, wo oftmals medizinisch ausgebildetes Personal in Form des Kapitäns oder des 1WO an Bord ist, manchmal sogar Bordärzte verfügbar sind. Wir kennen das von einer, leider darf ich den Namen nicht sagen, sehr großen segelnden Superjacht eines arabischen Milliardärs, der einen Bordarzt als lieben Freund an Bord hat, der aber auch schon so, ja, ich glaube Anfang 70 ist, Internist ist, also schon mal sehr weit abdecken kann. Und der auf uns zukam und sagte, wenn ich jetzt aber mal einen Kardiologen oder einen Urologen brauche, wie komme ich dann an euch? Die können es natürlich von Bord über Satelliten, Internet-Satellitenverbindungen bis zum telemedizinischen Konsil, also Beratung Arzt-Arzt ausführen. Und einige Bestandteile davon werden wir auch nutzen, um zum Beispiel einen Internetzugang aus Häfen direkt zum Medical Sea Desk zu ermöglichen, um auch mal zeigen zu können, dass das ist die Wunde, da habe ich mich geschnitten, das eitert oder das ist, sieht so und so und so blau aus. Wir müssen immer dazu sagen, es ist natürlich eine medizinische Beratung, die dazu geeignet ist, in Gegenden, wo ich diese übliche Infrastruktur, die wir alle kennen, also ein Krankenhaus an jeder Ecke, Ärzte mit festen Zeiten und auch alle in meiner Heimatsprache kundig zu erreichen. Es geht nicht darum, um Notfälle in erster Linie zu bearbeiten. Es geht nicht darum, das persönliche Arzt-Patienten-Verhältnis irgendwo zu unterminieren. In der Schweiz ist es schön, da können Patienten mittlerweile wählen, selbst als Krankenkassen abrechnbare Leistung, ob sie telemedizinisch beraten werden wollen oder zum Arzt gehen. Ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren auch bei uns einiges tun. Im Moment ist es ja noch ein bisschen stiefmütterlich, der Bereich Telemedizin, weil auch unheimlich viele juristische Fragen einfach noch offen sind. Also wir haben zum Beispiel, als wir angefangen haben, uns darüber Gedanken zu machen, mit der Ärztekammer gesprochen, haben wirklich gefragt, wie seht ihr das? Wie geht das? Wie weit kann man da vorgehen? Wie kann ich da ärztlich beraten? Und die sagten, super, also Telemedizin für Sport- und Freizeitjachten immer in der Tasche zu haben, wenn ihr die Lösung habt, ruft uns an. Das wird uns auch sehr interessieren. Ist verwunderlich, also dass es sowas noch nicht gibt. Ne? Ja, also sowas für die professionelle Schifffahrt gibt es das ja. Ja. Aber für die Sportschifffahrt und für die privaten Yachtis gab es so einen Service bisher in der Form noch nicht. Man muss dazu sagen, es ist natürlich Medico Cuxhaven, das steht ja in jedem Lehrbuch, ist im Zweifelsfall rund um die Uhr erreichbar. Jetzt ist natürlich, wenn man mal auf deren Webseite schaut oder mit denen noch spricht, es ist immer wieder, es geht um deutsche Flagge und es geht um deutsche Seeleute an Bord ausländischer Flaggen. Selbst die SeeBG hat uns darauf hingewiesen als Aufsichtsbehörde für Medico Cuxhaven
und die telemedizinische Beratung in Deutschland, das gemäß Seeaufgabengesetz natürlich auch private Skipper sich an Medico wenden können. Ja, das muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Inwieweit es wirklich genutzt wird, oder also wir haben die Aussage, als die vor der Übernahme der Helios-Kliniken des Stadtkrankenhauses in Cuxhaven gab es in den 2 Jahren davor einen Anruf eines deutschen Seglers aus Schweden mit einem echten Problem. Und selbstverständlich haben die Ärzte alles getan, um da wirklich zu helfen. Ich denke mal, es ist nicht in dieser Tiefe und interdisziplinären Breite, wie es dann wirklich auch in der Umsetzung bei Cuxhaven aussieht. Ich kann es immer nur beurteilen nach dem, was ich höre. Aber es ist natürlich für die Sport- und Freizeitschifffahrt in der Form, wie wir es jetzt anbieten, ich will nicht sagen eine Alternative, aber es ist eine Lösung, von der wir ausgehen, dass es für die Sport- und Freizeitschifffahrt ein interessantes Add-on ist, was ich eigentlich genauso wie eine Versicherung an Bord haben sollte. Und wir haben es gemerkt, dass wir so schlecht gar nicht denken können, weil seit vergangenem Donnerstag hat sich die Kreuzerabteilung des Deutschen Seglerverbandes NQMED angeschlossen und empfiehlt es auch ihren Mitgliedern. Und das sind, glaube ich, auch 17.500 in Deutschland. Okay. Okay, ja, das ist schon mal eine gewisse Reputation, möchte ich sagen. Ne? Das hat uns auch sehr gefreut, muss man ganz ehrlich sagen. Also mal losgelöst, ob man es braucht oder nicht braucht. Wir haben es auf den Bootsmessen gehört, im Dialog mit Interessenten, die uns wirklich sagten, ja mein Gott, man hat gefühlt den Eindruck, das müsste schon seit 20 Jahren geben. Und wenn es das jetzt so ist, dann hätte ich das ganz gerne. Selbstverständlich. Ja, das zahle ich gerne und ich weiß einfach, ich kann, egal wo ich bin, ich erreiche einfach einen Arzt. Punkt. Genau, Punkt. Das soll es nämlich für heute auch gewesen sein. Das war der erste Teil des Interviews mit Markus Witkowski. Den zweiten Teil gibt es wie gewohnt in einer Woche hier zum Download. Und ja, ich weiß gar nicht, ob du es schon wusstest und ob du zu den Leuten gehörst, die sich ganz komfortabel unseren Podcast jede Woche ganz automatisch auf ihr Handy oder auf ihr Endgerät abonniert haben, sodass sie keine der Folgen, die hier kommen, verpassen. Das ist nämlich möglich, und zwar mit einer Software, die sich Podcatcher nennt. Das ist zum Beispiel das bekannte iTunes von Apple, das aber auch auf PCs läuft. Es gibt aber auch andere Podcatchers, speziell für Apple-Handys und auch für Android-Handys. Guck doch einfach mal in deinem App-Store unter dem Begriff Podcast. Da bekommst du sicherlich einige verschiedene Apps vorgeschlagen. Und das macht das Ganze, den Podcast-Empfang, natürlich deutlich komfortabler, denn du musst dich nicht mehr darum kümmern, ob es eine neue Episode gibt, denn die wird ganz automatisch, sobald sie veröffentlicht wurde, auf dein Handy runtergeladen. Praktische Geschichte. Naja, wenn du jetzt gerade sowieso schon bei iTunes unterwegs bist, weißt du natürlich, wir freuen uns immer über eine gute, positive Bewertung, über konstruktive Kritik und wenn du uns erzählst, ob und wie dir unser Podcast gefällt, das bringt uns und auch weitere Hörer natürlich deutlich weiter. Ja, ich höre jetzt mal auf zu babbeln und wir hören uns in einer Woche wieder mit dem zweiten Teil, mit dem spannenden Interview mit Markus Witkowski. Da gehen wir noch ein bisschen näher auf den tollen Service ein, den er uns hier anbietet. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.